Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sehe aus, ja genau, habe mich heute überhaupt nicht wirklich irgendwie zurecht gemacht, weil heute auch komplett unwichtig ist, für was das angeht. Ich bin zu Hause und muss was backen und vorbereiten und putzen gleich noch und dekorieren, weil mein klitzekleiner, mein süßer Raphael morgen Geburtstag hat. Der kleine Schatz, naja, der kleine Schatz, da komme ich kaum noch an den Kopf ran, wird morgen 14 Jahre alt und morgen kommt aber nur die, ich sag mal, bucklige Verwandtschaft. Denn ja, am Montag, er hätte am liebsten tatsächlich gleich auch morgen gefeiert mit seinen Freunden, weil dann wären auch fast alle da, die er einladen wollte. Ich habe aus Rücksicht auf ja, gewisse Nachbarn Raphael gesagt, nein, er feiert erst am Wochenende. Dann wollte er am Freitag feiern und da ich letztes Jahr am Freitag das machen lassen habe ihn, ne, und dann habe ich die Woche drauf erstmal unangenehmes Gespräch führen müssen, weil einige wohl Samstag arbeiten müssen und wenn die Kinder da jetzt längere Zeit im Garten, die übernachten ja im Garten dann im Zelt und gehen auch spätabends noch in den Pool und sonst was, ne, was man so auf so einer Poolparty mit 13, 14, 15 Jahren macht, ne? Ja, habe ich letztes Jahr einen Schiss gekriegt, habe ich gesagt, gut, Schatz, tut mir sehr leid, du feierst aber deinen Geburtstag mit deinen Freunden erst am Samstag. Das heißt, von Samstag auf Sonntag. Am Sonntag muss wohl keiner arbeiten von den Nachbarn, sodass die auch ein bisschen tatsächlich feiern können und etwas auch länger, ich sag mal, draußen laut sein können. Ich werde die Nachbarn natürlich vorwarnen. Ja, deswegen. Aber morgen kommt die Verwandtschaft. Das heißt, Freitag muss ich nochmal alles backen und machen und tun. Aber dekorieren werden wir heute Abend noch. Und dann bleibt es einfach die ganze Woche so stehen. Ja, ich bin aber nicht so eine Dekotante, wie das jetzt so überall, weil mal so richtig der Trend geworden ist, richtig übertrieben mit hunderten Luftballons und diesen Bögen und hast du nicht gesehen und viele YouTuber laden dann sich extra Leute ein, die das alles für sie machen. Nö, brauche ich nicht. Ich habe noch Girlanden, die ich damals mit Raphael, wie heißt der nochmal, mit Manuel und Christian gebastelt habe, als die Jungs ganz klein waren. Die waren so 1 und 3 oder 1,5 und 3,5, irgendwie sowas. Auf jeden Fall noch ganz klein. Und wir haben diese Girlanden immer noch. Das sind aus bunten Papierringen, also Pappringen, so zusammengesteckte, also geklebte Girlanden. Und die Kinder freuen sich riesig, wenn sie jedes Jahr aufgehängt werden. Natürlich habe ich auch so ein Happy Birthday Girlande, aber nichts Besonderes, nichts Aufwendiges, sondern das, was man für ein paar Euro kaufen kann. Und die Kinder freuen sich trotzdem. Also die müssen jetzt nicht hier eine bombastische Dekoration haben. Mache ich nicht. Ja, so viel dazu. Ja, ich habe jetzt hier schon den Kuchen, den Teig fertig. Den habe ich euch vor nicht ganz 2 Wochen gezeigt, als Christian seinen Gesellenbrief, also seine Tischlerprüfung bestanden hat. Da habe ich den Kuchen nochmal so etwas ausführlicher gezeigt. Jetzt zeige ich ihn deswegen nicht, sondern nur, wenn der fertig ist. Ich muss deswegen jetzt schon den Teig in die Form umfüllen. Der Backofen heizt vor. Aber den zweiten Kuchen, ich backe 2 Kuchen, weil ja, Rafi hat den Schokokuchen bestellt. Ich habe euch ja erzählt, ne? Diesen Schokokuchen, den muss ich einfach zu jeder Feier, vor allem jeder Geburtstag und so, immer backen. Immer. Also vor allem Raphael und auch Manuel, die sind richtig scharf auf diesen Kuchen. Ne, also wer von euch die Zubereitung und so sich angucken möchte, könnt ihr gerne machen. Ich verlinke euch einfach unten in der Videobeschreibung das Video dazu. Ne? Aber ich möchte noch einen Kuchen machen. Upsala. Ich möchte noch einen Kuchen machen mit Frucht irgendwas. Und den mache ich gleich auch noch. Und dann, wie ich schon sagte, wird hier auf jeden Fall noch geputzt.
und aufgeräumt ein bisschen und dekoriert. Ich habe ja genug Helfer zum Dekorieren, ich habe ja gestern erzählt, ne? Jugendherberge zu Irina wurde eröffnet. Ja, hier sind, wie viele habe ich momentan? 3 eigene, 2 zugelaufene. Einer von Christian, der Kumpel, der bleibt noch mindestens eine Woche. Genau. So sieht's aus. So, ihr Lieben, ich werde hier andauernd unterbrochen. Das hat man davon, wenn hier auf einmal wegen Überfüllung eigentlich fast schon geschlossen ist. Irgendeiner stürmt andauernd in die Küche und will irgendwas haben. Raffi hat sich gerade ein halbes Glas Gewürzgurken mitgenommen. Papa ein Eis. Ja, Isabel quält gerade Christians Kumpel draußen mit irgendwelchen sportlichen Aktivitäten. Der Arme stirbt schon gleich, weil er da Sit-Ups und sonst was machen muss. Ja. Bevor wir hier aber putzen und sonst was machen und eigentlich wollten wir gleich noch Tee trinken und in den Pool, das muss auch sein, mache ich den zweiten Kuchenboden. Und zwar habe ich mich hier jetzt für so ein, wie heißt das Ding, Wunderkuchen für Motivtorten. Wird zwar nicht unbedingt eine Motivtorte sein, denke ich mal, ich überlege es mir noch. Aber auf jeden Fall, das sind jetzt die Zutaten. Ja. Und das werfen wir jetzt einfach mal zusammen. So, ich habe hier jetzt meinen Berta und den Rührer und es geht los. Wir brauchen 4 Eier, die habe ich hier. Alle 4. Wegen Platzmangel, hier ist auch schon bald geschlossen die Küche. Ja, und die schlagen wir einfach mal rein. 4 Eier sind drinnen. Dann habe ich hier 200 Gramm Zucker, die packe ich rein, ein Tütchen Vanillezucker, und eine Prise Salz. Jo. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach mal verrühren. Brauchen wir noch 200 Milliliter Öl und ich nehme Sprudel. Hier steht Flüssigkeit, 200 Milliliter Flüssigkeit, Milch oder Eierlikör, Fanta, Wein, Kaffee, Saft und so weiter und so fort, was man so möchte. Ich nehme einfach mal ein Glas oder 200 Milliliter Sprudelwasser. Ja, und Mehl. Wir haben hier 300 Gramm Mehl und in das Mehl gebe ich jetzt ein Tütchen Backpulver rein. Und vermische das ein bisschen miteinander. Fertig. So, und jetzt gieße ich Öl rein. Da steht Kakao, muss man aber nicht unbedingt. Ich möchte nämlich diesen Boden nicht schokoladig machen. Und jetzt schütte ich das Mehl rein. Das ist ein ganz einfacher Kuchenboden und eignet sich wirklich für jeden Belag, den man dann drauf machen möchte. Weil Belag bin ich mir sogar noch nicht mal ganz sicher. Ups, Entschuldigung. Was ich da jetzt an Belag überhaupt nehmen will. So, und jetzt drehe ich die Berta ein bisschen runter und gieße das Sprudelwasser rein und rühre das Ganze um. Und das war es dann auch. Das ist jetzt der Teig und dann muss der ganze Kram für 40 bis 50 Minuten bei 180, ich stelle schon mal den Backofen an, gerade Umluft backen. Und hier steht ja das, was ich immer euch auch sage, die genaue Backzeit hängt wie immer von verschiedenen Faktoren wie Herd ab, Kuchenform, Kuchengröße und so weiter ab. Daher eine Stäbchenprobe machen. Das ist nicht nur mein Text, sondern steht direkt hier auch drin. So. Und das ist der Teig. Und den gebe ich jetzt einfach in die Backform rein und dann in den Ofen, wie hier gesagt wird. Thank you.
ihr Lieben, Christian saugt gerade durch und hier ist der Kuchen, der kühlt noch zu Ende ab. So, und bevor ich jetzt das Abendessen mache und mit dem Haushalt weitermache, Krischi saugt gerade durch, Isi hat gerade Staub gewischt, ich habe Blümchen gegossen und so weiter und so fort. Es muss aber unbedingt der Boden gewischt werden. Ja, bevor ich das alles machen kann, werfe ich jetzt die Creme an für den zweiten Kuchen. Ne? Der erste ist ja schon im Kühlschrank, da muss nur noch Deko drauf, da habe ich auch noch gar nichts fertig, muss gleich noch machen. Und hier habe ich eine Flasche, da sind 500 tatsächlich Milliliter Schlagsahne. Und dann gebe ich ein bisschen Zucker rein. Ich messe das jetzt nicht ab, ich mache das Pi mal Daumen und fange schon an mit zum Umrühren und schütte mindestens 3 Tütchen von dem Sahnefestiger, weil noch Quark reinkommt und Kirsch. Ich glaube, ich nehme sogar 4 Tüten Sahnefestiger und gebe das nach und nach jetzt hier rein und mache die Sahne ein bisschen noch schneller. Ja, und jetzt werde ich das Ganze einfach mal aufschlagen lassen und dann habe ich hier die Kirschen und die vermische ich gleich erstmal mit dem Quark. Den Saft, den lasse ich, den werde ich nicht wegkippen. Daraus mache ich dann, habt ihr schon mal gesehen, habe ich schon mal gemacht, einen Spiegel auf den Kuchen oben drauf. Das reicht dann auch vollkommen. Ja, und jetzt vermische ich einfach mal ein paar Kirschen mit dem Quark. Ich werde jetzt nicht alle Kirschen nehmen. Ich möchte ein paar davon unter diesen Spiegel auf dem Kuchen verteilen. Es sind 2 Gläser wohlgemerkt von Kirschen. Ja, perfekt. Ja, und jetzt den Quark rein. Und solange die Schlagsahne verprügelt wird, kann ich das miteinander einmal schon vermischen. Ja, und von der Sahne packe ich nicht alles rein, sondern ich lasse ein bisschen was übrig, damit ich ein paar Tupfen drauf machen kann, wenn der Spiegel fest ist. Und für Spiegel brauche ich eigentlich nur Speisestärke noch dazu und fertig. Das muss nur angerührt und aufgekocht werden. Jo, die Schlagsahne ist fertig. Die sieht schon mal richtig gut aus. So, und jetzt gebe ich davon ein bisschen was. Oh, guck mal, wie schön die Schlagsahne geworden ist. Gebe ich was davon in die Quark-Kirschmasse. Genau. Und rühre nochmal alles. So, ich probiere mal, ob ich da nicht. Es ist super süß genug. Also, perfekt. So, ich habe jetzt den ersten Boden schon mal hier drin und eine einfache Backform drum gespannt, weil ja, ich hatte mal irgendwo einen extra Ring für sowas, ja, mit Betonung auf ich hatte irgendwann mal irgendwo. So, und jetzt gebe ich einen Teil von der Creme hier rein. Und dann den zweiten Teil drauf. Zack. Man könnte den Boden noch mit Kirschsaft beträufeln, dann wäre er noch saftiger, aber der Boden ist super saftig geworden, also der ist überhaupt nicht trocken. Deswegen denke ich, das ist nicht unbedingt notwendig. So, und jetzt habe ich hier ein paar Kirschen noch. Die verteile ich einfach mal so drauf. So. So, und jetzt habe ich hier den Saft. Davon nehme ich aber nicht alles. Ich brauche nicht so viel. Gieße ein bisschen was
in die Schüssel, in den Topf rein, Schüssel sage ich schon, und lasse das aufkochen. Und in der Zwischenzeit habe ich hier mein kleines Schüsselchen und gebe ein paar Esslöffel von Speisestärke rein und auch ein bisschen von dem Saft, damit ich das gut verrühren kann, ohne Klümpchen. Ja, und wenn das hier kocht, dann gieße ich das einfach rein und lasse ganz kurz aufkochen. Und dann kommt das löffelweise hier drüber. So, es fängt jetzt an zu blubbern. Ich habe ein klein bisschen Zucker hier reingetan, weil der Saft aus dem Glas doch nicht ganz so süß ist. Ja, und jetzt gebe ich einfach mal diese Kirschsaft-Speisestärke-Mischung hier rein und lasse es kurz aufkochen, damit es eben fester wird. Oh ja, das wird jetzt langsam richtig klar, man sieht es, ne? Und wirklich auch fester. Und gleich kann ich das dann auf dem Kuchen verteilen. Das ist eigentlich auch ganz simple Geschichte, was ich heute hier mache. Guckt mal, wie schön fest das geworden ist jetzt. So. Und jetzt einfach mit dem Löffel aus der Mitte raus verteilen. Guckt euch das an, das sieht ja schon richtig schön aus. Ich überlege gerade, ob ich nicht obendrauf irgendwie noch gehobelte Mandeln in die Mitte streue, die ich anröste. Gute Idee. So, ich mache jetzt die Pfanne an, ohne Öl logischerweise, und packe da Mandeln rein. Ich liebe ja sowas. Und jetzt werde ich die einfach kurz in der trockenen Pfanne anrösten und dann hier oben drauf geben. Oh, es riecht so herrlich nach angebratenen Nüssen oder Mandeln oder so. Mmh. Lecker. Jetzt aber aufpassen, jetzt wird es richtig heiß hier in der Pfanne und ein bisschen runterdrehen auf jeden Fall. Und vorsichtig, die sind jetzt schon ganz leicht angeröstet. Wenn man das jetzt zu lange macht, werden die schwarz. Ich glaube, das reicht auch. Ich nehme jetzt das Ganze komplett und lasse es hier auf dem Teller ein bisschen abkühlen, sonst werden die mir zu braun. So. So, die sind nicht mehr ganz so heiß. Ich kann die jetzt anfassen, deswegen kann ich die schon mal auch hier oben drauf verteilen. Und dann kommt die ganze Geschichte auch in den Kühlschrank und ich kann mich um Dekoration für den anderen Kuchen kümmern. Ach ja, hier kommen ja noch ein paar Sahnetupfen obendrauf. Obwohl ich überlege gerade, ob das unbedingt sein muss oder nicht. Das sieht ja eigentlich schon sehr, sehr schön aus. Was meint ihr, muss ich hier noch Sahnetupfen drauf machen? Ich glaube nicht, das ist perfekt so, wie es ist. Ich kann die Sahne in den Kühlschrank stellen und morgen einfach von außen, wenn ich den Ring abgenommen habe, den Kuchen glatt streichen. Das ist doch eine super Idee, oder? Machen wir es so.
Lieben, es ist jetzt schon nach 8. Ich habe jetzt das aus Fondant als ausgerollt und gemacht. Ich habe jetzt in Blau sowas wie so ein Skateboard halt gemacht mit Raffi. Raphael hat nicht gepasst. Nicht mit diesem Stift, ne? Da ist nicht genug drin. Und dann werden wir das morgen früh, ich habe das im Gefrierschrank oder im Kühlschrank alles, damit es fest wird und ich das problemlos zusammensetzen kann, wird das dann morgen alles noch fertig dekoriert, bevor der Besuch kommt. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, was wir sonst noch gemacht haben. So, wir haben jetzt nicht wirklich viel dekoriert, sondern die alten Girlanden, die ich mit den beiden Großen schon vor Jahren, ja, 17 Jahre ungefähr, 18 sogar vielleicht, gebastelt haben. Die haben wir jetzt aufgehängt. Ne, da ist eine 14, da sitzt auch einer, sehr dekorativ. Und mehr haben wir eigentlich auch hier drinnen. Nicht, ach so, doch, Moment, ich habe das jetzt was unterschlagen. Hier habe ich noch Happy Birthday dran, wie jedes Jahr. Und dann habe ich noch ein bisschen draußen was gemacht. Mit den Jungs, die haben mir alle geholfen, also außer Raffi natürlich, Papa und Florian und Christian, die haben geholfen. Hier ist ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen Dekoration. Einmal hier Happy Birthday, okay, die Dekoration verschwindet morgen logischerweise, die Badesachen. Dann haben wir hier noch so eine Girlande und dahinter ist eine Laterne und auch noch einmal Happy Birthday. Dann haben wir jetzt schon mal vorsorglich mit Christian den großen Tisch hier, den wir gerade erst vor ein paar Tagen hier hingestellt haben, ausgezogen. Passt wunderbar, kann diesen Sommer und ach, solange er noch heile bleibt, auch hier stehen bleiben. Hier wird dann morgen gespeist, denke ich. Und hier wird dann morgen getobt, also mit Verwandtschaft. Und zum Samstag, denke ich mal, wird irgendwo hier noch so ein ganz großes weißes Zelt wie letztes Jahr aufgebaut, wo die Jugendlichen dann auch übernachten können. Und dann, denke ich mal, ist für heute dieses Video auch zu Ende. Ich werde jetzt noch hier schnell den Fußboden wischen, denn das muss unbedingt gemacht werden, wenigstens in der Küche und im Flur. Und dann werde ich mich an das Video dran setzen. Genau, morgen wird wieder so ein voller Tag, die Familie kommt und so, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne neue Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. So sieht es aus, wenn meine Kinder Ferien haben. Schön abends am Feuerchen. Da sind 3, auf dem Trampolin sind 2. Schön am Feuer sitzen, ein paar Würstchen grillen.